Hallo liebe Wurmo-Freunde, wir haben heute einen kleinen Festtag und den wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir sind jetzt nämlich genau seit einem Jahr auf YouTube. Und das, obwohl wir damals noch gar keinen Gustl hatten, den wir ja jetzt natürlich, hier steht er in voller Pracht, jetzt endlich haben. Und wie ihr ja wisst aus unseren Filmen, fahren wir doch ganz rege mit ihm durch die Gegend. Ja, im Moment eigentlich ausschließlich in Deutschland. Ja, das wird auch noch so die nächsten ein, zwei Jahre vermutlich so bleiben. Ja. Deutschland ist ja sehr schön. Und es war schon immer unser Lebensziel, Deutschland einmal kennenzulernen. Und deswegen laden wir euch ein, uns weiterhin zu begleiten. Wir haben auf jeden Fall in diesem Jahr viel Spaß gehabt, sehr viele Rückmeldungen bekommen, positive Rückmeldungen. Und also, es war für uns eine tolle Zeit. Ja, genau, so war's. Und jetzt gehen wir erstmal rein und dann stoßen wir mit euch noch mit einem Glas Sekt an. Könnt ihr schon mal herrichten, wir sind gleich auch soweit. Bis gleich. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl, Zum liebe Wohl. Romo-Freunde. Wir stoßen an auf ein Jahr Ursi und Helle. Ein erfolgreiches Jahr. Auf YouTube. Auf YouTube, genau. Wir haben zum Ja, Wohl. trinken wir mal. Wir haben 36 Videos gedreht Fast 2000 Abonnenten. und knappe 300.000 Aufrufe. Also wenn das nichts ist, ein Jahr. Also wir sind ganz überrascht und auch freudig, also wir sind freudig überrascht. Mit sowas hatten wir nie gerechnet. Und ja, uns macht es ja auch riesig Spaß, wenn wir mit unserem Gustl durch die Lande ziehen. Und das wollen wir auch weiterhin so betreiben. Wir werden weiterhin in Deutschland drehen. Und ja, so die nächsten ein, zwei Jahre vermutlich auf jeden Fall in Deutschland. Was auch private Gründe hat. Dann, ja, und das wollten wir sowieso schon lang, Ja. Deutschland erkunden. Das war also ein Jugendtraum von uns schon, oder in jungen Jahren Genau. war das schon ein Traum, mal Deutschland zu bereisen. Wir waren auf vielen Erdteilen unterwegs mit dem Flugzeug. Jetzt haben wir wieder ein Wohnmobil und das nutzen wir jetzt vorwiegend in Deutschland und nehmen euch dazu gerne mit. Jawohl, so machen wir Was das. wir in den einem Jahr alles erlebt haben, ist schon erstaunlich. Dabei haben wir das erste halbe Jahr noch gar kein Wohnmobil gehabt, denn wir haben das Wohnmobil ja erst Mitte August übernommen. Und jetzt haben wir April. Und was uns besonders gefallen hat, ist, dass wir schon mehrmals erkannt und angesprochen wurden. Was uns Einmal, immer sehr freut. ja, Also also. das müssen wir uns wirklich mal sagen. Wir sind da völlig überrascht, dass wir schon erkannt werden. Denn wie gesagt, wir haben noch nicht mal ganz 2000 Abonnente. Und dann freut es uns natürlich schon sehr, wenn uns jemand anspricht. Und das Phänomenalste war, als wir am Hohen Hohen Staufen gewesen Staufen. sind, ja, da kommen zwei Leute und sagen auf einmal, ihr seid doch Ossi und Helle, ja. Also das war reines Ausflugsgebiet, kein Wohnmobiltreffpunkt, ja. Und die waren auch ohne Wohnmobil da und haben uns am Hohen Staufen erkannt. Hallo Daniel und Birgit, nochmal viele Grüße und wir fanden das wirklich toll, ja. Vielleicht sehen wir uns wieder. Dann können wir weiterreden, ja. Und dann habt ihr vielleicht auch euer eigenes Wohnmobil. Ja, genau, ihr wart ja auf der Suche noch, so wenn ich mich Am richtig erinnere. Ausprobieren. Am Ausprobieren, ja. Ihr Ja. hattet ja welche gemietet und jetzt hoffen wir, dass ihr euer Sinn auch schon bald habt. Ja? Vielleicht trifft man sich dann mal wieder. Wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen. Ihr könnt sie ja immer unten lesen, bei die Kommentarfelder. Und wir lassen auch kritische Anmerkungen stehen, wobei gar nicht zu viel kritische kommen. Na, kritisch ist ja auch in Ordnung. Ja. Dadurch können wir ja selber auch nur lernen Ja. und besser werden, was unser Ziel natürlich ist. Wir wollen natürlich immer besser werden, ja.
Aber es kamen sehr viele freundliche Kommentare, sehr viele Kommentare, die Mut machen. Und wir haben auch schon ein paar Stammabonnenten, die regelmäßig schreiben, herzlichen Dank dafür. Wir versuchen alles zu beantworten. Und wenn uns dann doch mal einer durchgeht, dann bitte nimm das nicht persönlich und seid uns nicht böse. Wir sind auch nur Menschen und machen auch manchmal einen Fehler. Ja, wir haben halt auch noch einen anderen Alltag, der bewältigt werden sollte. Und dann kann es schon sein, dass doch der eine oder andere mal vielleicht durchrutscht. Wir geben aber Mühe, dass wir jedem Antwort geben können. Und jetzt möchten wir noch unseren Oberfan begrüßen. Unser Oberfan, das ist diejenige, die darauf lauert, dass wir ein neues Video reinstellen. Mhm. Und kaum ist das Video drinnen, kommt sofort der Daumen runter. Wir haben die kuriose Situation gehabt. Man muss ja immer am Schluss, wenn das Video hochgeladen ist, den Abspann einstellen. Und ich habe das Video eingestellt und zack, hat das Video schon 2 Daumen runter gehabt. Ja? 0 Daumen hoch und 2 Daumen runter, obwohl das Video noch keine 2 Minuten hat laufen können, denn es war erst 2 Minuten hochgeladen. Also, lieber Fan, das freut uns, dass du so mit uns Anteil nimmst. Ja? Und vielleicht überlegst du nochmal die Daumenrichtung, gib uns doch mal einen Daumen hoch. Wir denken auch an dich und schön, dass du an uns denkst. Ja? Also wenn wir den Daumen runter nicht mehr kriegen, machen wir uns echt Gedanken. Aber das haben wir so nebenbei gesagt. Also wir haben das natürlich schon gerne, wenn wir Rückmeldung kriegen, wenn wir positive Rückmeldung kriegen. So narzisstisch, glaube ich, sollte man sein, muss man auch sein, sonst könnte man sowas gar nicht machen und an die Öffentlichkeit gehen. Und ich denke, das ist auch nichts Schlimmes. Aber wir gehen auch mit Kritikern, versuchen wir zumindest vernünftig um. Ja, wie gesagt, Kritik ist ja in Ordnung, aber es gibt halt Kritik, die schon fast unter die Gürtellinie geht und das sollte natürlich nicht sein. Und ja, die löschen wir ja dann kommentarlos. Kommt raus, kommt aber sehr selten vor. Ich wollte gerade sagen, das kommt mehr wie selten vor. Mhm. Die meisten Leute sind uns wohlgesonnen, was uns natürlich sehr freut. Und wir versuchen auch unsere Videos unterhaltsam zu gestalten. Und ja, ich denke, das bekommen wir ziemlich gut hin. Also in diesem Sinne, betrinken wir uns jetzt noch gar. Und schauen dann, dass wir irgendwie nach Hause kommen. Naja, so tragisch wird es nicht werden. Nein, ich war nicht alkoholisiert. Nein, auf gar keinen Fall. Das Gläschen Sekt, das ist also noch im Bereich. Oh ja, das wäre ja auch nicht schön, wenn du keinen Führerschein mehr hättest. Absolut, ja. Wisst ihr, ich habe noch keine Probefahrt mit dem Gustl gemacht. Das steht noch aus. Ich bin einmal gefragt worden, fährt Ossi eigentlich auch? Dann habe ich darauf geantwortet, theoretisch ja, praktisch nein. Das kommt noch. Ja, ja. Doch, ganz sicher. Sagt sie seit einem halben Jahr. Ja, ja, aber es kommt. Ganz bestimmt. Also, zum In Wohl Sinne, zusammen. Wir melden uns wieder. Also, bis dann. Tschüss. Ciao.